Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Sieder und hier dreht sich alles um die Krafttiere. In dem heutigen Video spreche ich über die Liebe und die Liebe zu empfinden, weil ich habe heute den Graureiher gezogen. Ich zeige ihn euch mal. Und er sagt Liebe empfinden und ich habe ihn gerade vorher am Flussufer stehen gesehen, wie er sich um sein Frühstück gekümmert hat. Und wenn ich die Tiere so real sehe, dann ist es wie, hey, danke, liebes Leben, dass du mir diesen Hint gibst, mich wieder zu erinnern. Mich zu erinnern, dass ich Liebe empfinden kann, weil ich mich schon immer wieder erlebe, dass ich so im Leben funktioniere. Und dadurch das Leben auch etwas, also nicht so lebendig. Ich fühle mich dann nicht so lebendig, wenn ich fair funktioniere, wenn ich die Momente, die mir begegnen, ich mich nicht mit meinem Körper verbinde. Also umgekehrt, ich fühle mich lebendig, wenn ich mich mit meinem Körper verbinde. Und Liebe empfinden bedeutet, mich mit meinem Körper zu verbinden. Weil Liebe ist etwas, das wir empfinden, dass wir erleben, wo ich einen Zugang dazu brauche. Und deswegen habe ich auch dieses Kartenset rausgebracht, Alles in Liebe, gemeinsam mit diesem Begleitbuch Alles in Liebe und 54 Karten, weil ich mich gefragt habe, was ist Liebe? Weil ich habe mich irgendwie mehr tot als lebendig gefühlt und habe gemerkt, ich will es wissen. Ich will wissen, wie ich wieder lebendig werde, wie ich wieder das Leben genießen kann, wie ich wieder mich spüre. Auf das läuft es raus. Und das ist das, was ja auch durch die Meditation immer wieder da ist, sich mit dem Atem zu verbinden. Und der Atem ist Teil des Körpers. Und mich mit meinem Körper zu empfinden, wahrzunehmen, wo spüre ich Liebe und wie fühlt sie sich an und wie kann sie sich ausdehnen, ausbreiten und mir zu erlauben, Liebe zu empfinden. Das ist schön und das ist für mich lebendig, am Leben sein, das gibt meinem Leben so einen Sinn. Weil ich Mensch bin und als Mensch kann ich empfinden. Und das ist sehr einzigartig. Also die Frage, wie habe ich meine Liebe entdeckt, meine Selbstliebe auch, aber auch die Liebe zu anderen Menschen. Und es ist wie ein Fokus auf meine Gefühle. Wir können sehr gut, oder ich kann das zumindest, Gefühle unterdrücken. Gefühle nicht fühlen, Gefühlen keinen Raum geben. Und es ist wie ein Ja-Sagen, mich hinwenden und spüren. Nichts damit machen, auch keine großen Geschichten draus erzählen, sie weitermachen, sondern da sein und genießen. Ja, soweit von mir und dem lieben Graureiher. Genau, das Kartenset Alles in Liebe mit den 54 Tieren, grün, dem Herzchakra zugeordnet, findet ihr auf meiner Webseite, könnt ihr kaufen und bestellen und ich schicke euch es dann zu. Einen wunderschönen Tag. Ciao.